Okay, und damit wieder willkommen zurück in der nächsten neuen Folge des großen Battles, bei dem mittlerweile schon einige gestorben sind. Wir sind aber Yep. nicht darunter. Wie machen wir das bloß? Ja, wir verstecken uns in Höhlen und verkriechen uns, sodass uns keiner findet. Wir machen die ihr findet uns nicht Taktik. Oder die, wir sind so schlecht, wir müssen erstmal alles verzaubern, dreifach, damit wir irgendwas reißen können. Aber ich bin jetzt halt dabei, mir jetzt was zu verzaubern auf einem höheren Level. Das ist jetzt im Moment zumindest ein festes Ziel, was ich mir im Moment vornehme. Gleich bin ich auch schon Level 8. Okay. Und darum baue ich auch doch Eisen ab, weil ich brauche dann mal wieder eine neue Spitzhacke wahrscheinlich demnächst. Wobei ich habe auch noch ein paar. Oder? Dachte ich zumindest. Ja, eine habe ich noch danach. Also ich habe noch fast zwei volle. Ich habe halt die Dierspitzhacke, ich brauche keinen Spitzhacken. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ich vergaß. Stimmt, ja, du vergaßt. Ich was? Ich habe dich vergaßt? Nein. So, hier unten zum Beispiel Eisen, das ist mir ein bisschen gefährlich. Überhaupt, hier ist ein Creeper, der sich wehtut. Solange Und er sich selbst das. wehtut, ist ja noch alles gut. Ja, bloß macht er das meistens nur, wenn irgendwas anderes vorgefallen ist. Ja, wegen Eisen. Eimer. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben Hab beim ich. Ich letzten habe schon einen vollen Lava und vollen Wassereimer. Mal. Na gut, immerhin. Ich mache mir auch noch meinen Lava-Eimer. Kannst hier vorkommen. Hier sind nämlich im Ofen noch. Nee, ich habe hier noch Eisen. 7 Stück. Reicht noch für 2 Eimer Ich habe ein theoretisch. bisschen Angst, dass ich gleich von oben einen Creeper runterspringt. Mal sehen. Ich bin Level 6. Ich bin Level 8, fast 9. Ich habe Okay nur die dann. ganze Zeit im Hinterkopf, dass zwischen Level 1 und Level 8 es nichts bringt. Also es ist ungefähr das gleiche ist immer. Dann mache ich auch nochmal Level 9, verzaubert dann nochmal ein Schwert und hoffen, wir kriegen Sharpness plus 2. Ja, das wäre natürlich Hammer. Oder halt Feueraspekt für den Bogen. Ich meine, da kannst du aus der Ferne versuchen, jemanden zu snipern und dann Ja, gut, brennt aber das er. Snipern an sich ist schon nicht so einfach. Ja gut, aber wenn er schon aus der Entfernung brennt, hast du natürlich schon mal einen sehr großen Vorteil. Das Das wird stimmt. es auf jeden Fall bringen. So, Level 9 habe ich auf jeden Fall. Die Frage ist, wie hoch ich noch gehen soll. Ob es sich nicht vielleicht irgendwann nicht mehr lohnt, so hoch zu gehen. Oder dann bekomme ich nur Bane of Ertho im Arthropods 3 oder Die so. Frage ist, ob der Enchantment Tail überhaupt so hoch geht, gell? Auf Level 9. Stimmt. Weil der brauchst ja Bücher. Bücherregal Wir haben ausmachen. noch ein Leder, ne? Jo, können wir ein Eben. Bücherregal theoretisch machen. Haben wir das Leder nicht weggemacht? Stimmt, wir haben es weggeschmissen. Plus das Dings auch, Papier. Oh, fuck. Boah! Creeper, 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 Creeper. So, und das war nämlich gefährlich. Wäre fast in die Lava geflogen. Oha. Halleluja. Ja, können wir dann noch zurückgehen oder ist das schon weg? Mit Sicherheit schon Ups. weg, ne? 5 Minuten sind um. Verdammt, das war jetzt ziemlich arg blöd. Ich habe gerade Aufnahme gestoppt, gehustet und weitergemacht. Ich wollte eigentlich nur muten. Was war das jetzt? Okay. Egal, passt schon. Aber hast gehört, was ich gesagt habe? Zurückgehen lohnt, schaffen wir, glaube ich, nicht, ne? Wo willst du zurückgehen? Achso, nochmal Neues holen. Nee, würde ich nicht Nein, machen. ich meine jetzt dahin gehen, wo wir es verbuddelt haben. Das ist wahrscheinlich schon weg, oder? Nach Nee, 5 Minuten. das ist schon weg, ist schon decayed. Also Level 7 ist das höchste, was man hier kriegt. So, nee, Level 8 habe ich gerade gesehen. Level 8 habe ich gesehen. Level 8 ist das höchste. Ja, Level 8 war das höchste, was ich jetzt gesehen habe. Oh, das ist richtig kacke, weil ich glaube, bis Level 8 kriegt man halt wahrscheinlich viel oft selbst so das Gleiche. Ja, Level 8 ist das Maximum, was ich hier sehe. Das ist schlecht. Ich verzauber jetzt ein Schwert, glaube ich, Das war damit. blöd. Aber für ein Bücherregal hätten wir eh 3 Bücher gebraucht und dafür hätte das Score nicht gereicht. Ja, gut, ich verzauber denn jetzt hier einmal. Dafür muss ich mich hier aber ein bisschen absichern, nicht, dass hier gleich ein Creeper angelaufen kommt. Da hinten steht nämlich irgendwas. Oder Wo bist nächstes denn ist du? nur Ach Butler. da. Komm doch zu mir. Ich stehe am Enchantment Table. Ach so, du hast den ja, stimmt. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe den. Nee, ich stehe vorne. Hier hinten war auf jeden Fall eine Redstone, das wollte ich dann gleich wieder mitnehmen. So. Und Eisen ist ja auch, aber gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr so. Wow. Ein steiniger Weg hier runter. Und ich muss mir mal wieder neues Essen machen. Ich habe 2,5 Stacks Kohle. Lohnt sich, ein Stück wegzuwerfen oder zwei? Ein zumindest. Also einen will ich wegwerfen. So viel wirst du niemals mehr brauchen. Ja, wohin? Wie komme ich denn zu dir? Sneakst du gerade? Nein, ich Was? laufe gerade. Du bist, ich habe dich Da bist gesehen, du du. bist voll in die falsche Richtung gelaufen. Du bist schon da weg. Lauf mal zurück. Okay, hier runter muss ich, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall mal schnell auch Essen machen. So, da Weil zum ich das Beispiel, schon. dann siehst du meinen Namen. Ich sehe nämlich deinen. Ja. Jetzt läufst du einfach direkt auf mich zu. Ich weiß, ich habe ziemlich gute Orientierung meistens in Höhlen. Da, ich sehe dich. Komm. Warte, ich muss nur einmal mir Essen machen. So. Ach, da bist du. Komm mit. So.
Wir sind gegessen noch hier unten wird. Rum, bei dem Obsidian, weißt du. Ja, weil der auch bei Redstone, das habe ich liegen gelassen. Ach, egal. Ach, egal. Ah, da hinten war auch eh noch unerforscht. Ich gerade nicht fest. Ich bin Level 6 und bräuchte eigentlich noch 2 Level. So. Level 8, dann hau ich mir mein Schwert auf Level 8, guck mal, was passiert. Und wieder 2 Maschen. Boah, Lapis gibt ja mal mega viel EP. Ja, eben, sag ich ja. Lapis und Redstone geben mehr als die anderen Sachen. Aber sind halt auch deutlich seltener. Ach, da hinten ist der XP-Table. Ach, hier sind wir wieder. Ja, klar. Da sind aber noch Sachen drin. Was, im Ofen? Nee, hier unten liegen Sachen, aber es sind nur... Ja, die habe ich gerade reingeworfen. Ich sammle sie ein. Du sammelst sie ein. So, noch, brauchen wir noch? Doch nicht. Okay, so. Was ist denn das da unten? Ist das Kohle? Ach so, Kohle. Ich bin fast Level 8. Wenn im Ofen was drin ist, die würde ich raus. Ja, ich... Boah, ich dachte, es ist ein Creeper. So, ich verzauber jetzt ein Iron Sword, ne? Sword, ja. Sword. Hier, oh, Level 7 habe ich hier. Du sagtest, Level 8 ist das höchste. Ja. Gut, mehr als Level 7 hatte ich noch nicht. Level 5. Level 4. Steht immer ganz unten. Nee, meine Schwester ist Level 1 unten und Level 3 in der Mitte bei mir. Ah, da war 8 und ich habe weggeklickt. Ach, immer wenn man so wegklickt. Lass das nicht. Kann man sich jedes Mal schlagen. Ja. Ah, jetzt habe ich 8. So. Level 8, ein ziemlich langer Text. Was bekomme ich? Smite 2, Fick, nein. Aber es geht auf 2. Gut. Ja, trotzdem, aber Smite. Gut, ich bin auch Level 8. Ich mache auch noch ein Schwert. Auf Level 8. Gut. Kann ich noch ein paar. Oh, war da hinten Lame? Ne, ich glaube nicht. So, ich hab Bane of Andrefots 2. Nein, wir haben so ein Pech. Eieieiei. Ja gut, wir stehen hier voll Eisenrüstung, alles verzaubert, wir haben so ein Pech. Ja, aber das haben wir uns halt über die Zeit, das werden die anderen auch alle haben. Ich habe so viel Schwerter, ich glaube, ich muss echt mal ein Schwert rausschmeißen. Bane of Andrefots 1 zum Beispiel. Vor allem habe ich so viele Level damit verschwendet. Ja. Soll ich jetzt meinen einen Bogen mal verzaubern? Ich habe schon einen Bogen verzaubert, aber kannst du auch machen. Was hast du bekommen? Auf Level 1, ich habe Power plus 1, das heißt, der macht mehr Schaden. So, ja. Das reicht eigentlich. Und ich bekomme Power 1. Genau, ja. Yay. Wir sollen mit den Pfeilen sparsam umgehen, gell? Ja, ich habe nur 6 Stück, aber ich habe ja mein tolles Schwert, mit dem ich die Creeper da, was heißt Creeper, mit dem ich Skelette besser töten könnte, sogar im Zweifel. Können wir vielleicht mal rausgehen, irgendwie nach Gegnern suchen, damit das Ganze mal so in Richtung Ende geht, oder? Das können wir sogar auch machen, was dann, was also ist so reingeworfen? Also fände ich so langsam mal sinnvoll eigentlich fast. Ja, mit Sicherheit. Dass wir ein paar Leute rausschmeißen, unserem Imber-Equipment. Ich würde noch ein bisschen, dass ich noch, nee, muss ich noch irgendwas verzaubern? Nee, eigentlich nicht. Ja, wir könnten halt noch hoffen, dass wir ein bisschen Pfeile finden, wenn wir hier in diese eine Richtung noch weitergehen. Ach so, ja. Wir können ja die Höhle weitergehen und im Zweifel immer nach oben gehen, weißt du? Und dann kommen wir in natürlichen Weges nach oben. Weißt du? Ja, okay. Willst du hier den Enchantment-Till mitnehmen, soll ich das machen? Kann ich nehmen. Gut, brauchen tut man sich nichts mehr. Wir haben Ersatz-Equipment. Ich habe Ersatz-Schwert noch alles mit drin. Ja, Essen habe ich auch. Ich habe noch 8 Mushrooms. Rote. Wie viele rote hast du? Also was hast du weniger? Rote habe ich 8. Und normale habe ich 5. Kannst du mir noch 3 normale geben, wenn du zu viel von denen hast? Ja. Okay, das ist gut. Dann habe ich gleich viel von jeder Sorte. Und dann kann ich genau noch 8 Pilzsuppen machen. Also 10 habe ich dann jetzt. 10 Pilzsuppen, 11 goldene Äpfel. Wie viele goldene Äpfel hast du? Goldene Äpfel habe ich 3. Soll ich ein paar geben? Ja, ich hab die leider am Anfang gegessen. Ach so, wenn du Äpfel hast, ja. Goldene Äpfel kann ich hier, also ich komm, gebe ich hier nochmal 1, 2, 3 dazu. Dann haben wir 6 und 8. Ich hab's aber mehr. Und goldene Äpfel bringen was genau nochmal? Die heilen sich einerseits Leben voll und Hungeranzeige ist auch komplett aufgeladen. Also, siehst du unten die Leben, dann blub, blub, wie es durchblubbert und der ordentlichen Schub zum Lebensregeneration hast. Das ist sinnvoll, also wenn man Leute sieht zum Beispiel. Kann man die immer essen oder nur? Ja, die kann man immer essen. Ja. Ach was, die kann man auch essen, wenn du volle Dings hast? Ja, eben. Also wenn man jemanden sieht und denkt, der wird einen angreifen oder man selbst wird den angreifen wollen, sollte man die wohl zu sich nehmen. Gut, dann guck ich nochmal ganz kurz, wir haben alles mitgenommen, dann geht's jetzt endlich mal raus hier. So. Der Kev ist getötet worden. Aber das war, soweit ich weiß, sein erstes Mal. Ja. Wo seid ihr, fragen sie. Aber ganz witzig, dass wir hier uns hier noch keinem einzigen begegnet sind.
Gut, wir waren ja auch nur in der Höhle fast nur. Wir waren ja am Anfang, war ja Nodab da direkt über uns, aber da ging es noch nicht los mit dem PvP. Ich habe geschrieben, wir sind überall und mega vorbereitet. Ja, gut, sind wir eigentlich auch. Ja, auf dem konventionellen Weg. Wer weiß, was die da im Nether sich alles so vorbereitet haben. Unsichtbarkeitstrank. Ja. Hier geht's runter, nicht fallen. Achtung, da Spinne. Uah, okay. Sehr gut. Spinne. Hast du nochmal. Nee, kein String. Spinnenauge habe ich gekriegt. Ja, das braucht ein Defi, einen Unsichtbarkeitstrank. Glaube ich zumindest irgendwie. Scharfes Schwert spare ich mir auf für Player. So gehe ich nur mit Bane of Entrefots dran. Hier geht's nicht runter, gell? Ich weiß, wo es rausgeht. Nein. Soll ich das sagen? Okay. Ich kenne mich doch aus. Ich weiß. Weil hier unten war ganz viel Stone. Ja, die habe ich hingesetzt. Ach so. Weil ich dahin bin und habe mir oben was abgebaut. Habe ich Eisen abgebaut, ganz vorhin da. Nicht, dass wir da einen Dungeon verpassen. Nee, das wäre natürlich geil. Da wäre noch Diamanten drin. Nee, also. Räusper, wenn du raus willst, müssten wir eigentlich hier hoch irgendwie. Warte mal, wo ging's lang? Nee, warte mal, hier unten sind wir lang. Oder? Ja, wir können auch einen neuen Weg gehen, weißt du? Nee, hier geht's raus. Ich weiß, wo es lang geht. Okay. Wo wir anfangs reingegangen sind, dann hier vorbei. Und dann hier sind wir direkt am Spawn, ne? Ja, sind am Spawn. Wir können im Zweifel auch am Spawn so ein bisschen gucken, wenn jemand stirbt, dass wir sofort dahin laufen und den töten. Das finde ich auch gut. Weil der ist dann tot, der kann ja nicht zurück zu seinem Teamkameraden. Da, Gomma HD. Gomma HD was shot by the Nodab und der Kev. Diesen Kev ist jetzt auf jeden Fall tot. Und Gomma HD ist halt nur noch alleine zumindest. Oder ich weiß nicht, vielleicht war er sogar auch schon zweimal tot. Jetzt geht's da schon ein bisschen ab. Da oben sind welche. Lass sneaken. Wenn das Nodab ist, der kommt runter, wir sind tot. Oben sind Gomma HD, gerade nochmal neu gespawnt, aber da ist ja, schon. Ja, stimmt. Schnell hin. Lauf. Ja, der hat Spiel verlassen. Der ist doch schon zweimal gestorben. Ja, ich weiß, aber Kev auch. Kev auch, dann warten. Warten und da ist Cuddle Media und Ploxplay. Ach stimmt, die haben gerade gekillt, gell? Ich weiß nicht, wie tot die sind. Also. So, Licht können wir uns trotzdem mal machen. Ja. Damit wir sehen, wo wir stehen. Eieieiei. Kommt der? Da, aber die können ja auch unseren Eingang gar nicht wissen. Nee, der Eingang ist komplett verschlossen. Der ist ganz clean und verplombt wieder. Warte mal kurz, müssen wir kurz hier Dingensen. Pilz über rein zwiebeln. Wir können ja so gedingst hochspringen. Gedingst. Ja, aber das sieht man doch, oder? Wenn man springt. Echt? Oder? Sieht man das, wenn du aber Shift drückst? Also wenn ich F5 drücke, dann bleibe ich ja, oder? Spring mal, ich guck mal, ob ich deinen Namen sehe. Okay, ich springe. Nein, man sieht ihn nicht. Siehst du? Dann können wir ich sehe ihn. Achso, ich sehe den, komischerweise. Ja, weil du mich direkt siehst, aber nicht, wenn ich hinter der Mauer bin. Achso, nee, gut, bin. Nee, dann nicht. Darauf kommt es an, sonst siehst du ihn ja so oder so. Ja, wollen wir rausgehen und so langsam mal in die PvP-Phase übergehen, oder? Okay, gut, dann bauen wir uns jetzt aus. Ich hoffe, dass hier niemand mit Unsichtbarkeitstrank irgendwie rumsteht, weil. Wir können den blubbern sehen. So oder so. Ja, aber der ist unsichtbar, der Name ist unsichtbar. Weißt du? Ja, klar, aber blubbern, müssen halt genau hingucken. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie wir hier so rauskommen. Ist alles dunkel. Ach stimmt, ich wollte noch ein zweites Schwert und Sharpens verzaubern, haben wir aber auch nicht. Ach, egal. Ja, ich sortiere nochmal kurz, was ich so habe. Ein Sharpness-Schwert, ein Smite-Schwert. Natürlich den Bogen nochmal direkt daneben. Ich habe schon alles sortiert, fertig. Okay, ich bin eigentlich auch. Ach so, Essen tue ich am besten noch natürlich ganz nah daran. So, mal ganz dann kurz. Tue ich das dahin. Spitzhacke brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Ich lasse mal drin. Das Schwert tue ich mir. Das Smite-Schwert will ich wohl kaum brauchen. Okay. Dann geht's jetzt raus. Okay, es ist sogar Tag, das heißt wenig Monster. Wahrscheinlich Glück für uns. Ich würde sagen, auf geht's, ab in die Freiheit, ab nach draußen. Da ist jemand. Lauf zu ihm hin. Wieso schlägst du mich? Nein, nicht dich, Nodop. Hier, geh hin. Zeronic HD, Nodop und Zeronic HD. Die haben keine verzauberten Sachen, wir haben alles komplett verzaubert. Was? Die haben nichts. Lauf trotzdem weg. Die haben Dia-Schwert, ja, der Dia-Schwert. Los, lass abhauen. Fuck! Ja, wir hauen ab. Oder ist es sinnvoll abzuhauen? Ja, der Dia-Schwert erstmal. Ich weiß noch nicht, verzaubert. Ja, stimmt. Und die sind zu zweit. Und da hinten ist der andere. Wir laufen weg von ihm. Hier sind sogar auch noch zwei Kühe, die habe ich am Tag gar nicht. Alter, ich bin gleich schon tot. Ich bin tot. Wie schnell bist du tot? Wieso bist du schon tot? Ich habe keine Ahnung, das Schwert war verzaubert von ihm. Oh, fuck. Ja, wie bei uns. Ich kann jetzt nur weglaufen. Ich weiß nicht, ob er. Achso, ich kann ja F5 drücken, ob er hinter mir ist. Der ist hinter mir. Er hält gerade an und jetzt läuft er weiter. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, ich habe aufgehört zu sprinten. Ich bin so dumm. Oh, fuck.
Halleluja. Ist der hinter mir? Nein! Er hat mich geschlagen. Okay. Es ruckelt bei mir. Ich habe keine Ahnung, wieso. Okay. Ja, ich muss eigentlich einen Apfel essen, aber was soll ich auch machen? Fuck, der läuft aber hinter noch. Der läuft direkt hinter mir her. Ja, das ist, der läuft direkt hinter mir her. Ich kann nur zum Spawn laufen. Du bist schon wieder gespawnt, oder? Ich bin wieder gespawnt, aber mein gesamtes Equipment wieder. Echt? Ja. Wieso? Was hat ein Zeronic damit gemacht? Fuck! Fuck, jetzt bin ich auch tot, Und der außer wird meine mein Sachen Schwert haben. Ist weg. Okay, der wird auch. Der, ich bin tot. Ja, was soll ich machen, ey? Fuck! Komm wieder in unsere Spezialhöhle rein. Ich hab da nämlich das Spezialequipment. Warum laggt das auf einmal bei mir? Ich hab nur noch 30 FPS. Scheiße. Ja, der steht da unten. Ich muss. Ah, fuck. Komm einfach wieder in unsere Höhle rein. Du weißt ja, wo der Eingang ist. Ja, ich weiß, wo der Eingang ist. Das Problem ist nur. Scheiße. Fuck. Dass der hat mein Sharpness Schwert. Hä? Der hat mein Sharpness Schwert. Ja, meins auch. Und vor allem ist er jetzt vielleicht sogar im Moment noch hinter mir. Wo war denn der Eingang der Höhle? Wo war der Eingang? Bei dem Hexenhaus, weißt doch. Ja, aber wir haben ja den neuen Eingang gemacht. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich hoffe, dass er jetzt gerade nicht direkt hinter mir ist. Ich kann der neue Eingang ist genau da, an derselben Stelle. Ja, ich bin unten. Aber ich weiß nicht, ob er hinter mir ist. Ich glaube aber nicht. Ah, so ein Scheiß. Ja, die sind einfach besser in ihren PvP-Skills, weißt du? Ja, ja nee, oben, ich bin ehrlich gesagt nur weggerannt. Ich habe nicht zurückgeschlagen, das war das Problem. Duck dich. Ja, duck dich und gib mir Baumaterialien, um einen kompletten Eingang zu verschließen. Ach Quatsch, das bringt doch eh nichts, wir werden nochmal sterben. Wir können, wenn wir es rauszögern, ist genauso blöd. Komm, dann beenden wir dann sie. Sachen hier. Achso, ja, du hast ja. Ich habe ja. Siehst du, und dafür haben wir das Ersatzzeug gemacht. Siehst du, dafür ist das Ersatzzeug gewesen. Aber krass, dass wir beide unsere Sachen, dass du deine Sachen wiederbekommen hast. Ja, ich bin einfach an die gleiche Stelle gelaufen. Und weißt du was? Der hat kaum noch Platz im Inventar gehabt. Ich habe fast alles wieder gekriegt und der hat alles eingesammelt und mein Sharpness-Schwert war dabei. Ja. Gerade das Sharpness-Schwert. So. Aber die goldenen Äpfel habe ich noch, Pilzsuppen habe ich aber nur eine. Nee, gut, das hat er eingesammelt. Pilze hat er auch eingesammelt, aber nur meine Dingen sind. Ja, es hilft jetzt eigentlich nur, wenn wir immer zusammenbleiben und dann direkt auf einen gehen. Wir hätten gleich drauf losgehen müssen. Wir hätten nicht weglaufen sollen, sondern draufgehen müssen. Ja. Also ab jetzt gehen wir zusammen und gehen, wenn wir einen sehen, müssen wir auf ihn draufgehen. Und zwar zusammen und zusammen auf den einschlagen. Ja, wir sagen einen Namen dann drauf, weil wir sind halt zu zweit. Und wieso war der Notob so nah? Ich habe den Namen gar nicht gesehen. Die haben da gewartet oben, kann das sein? Nee, die waren einfach so am Spawn, die haben ja gesehen, dass wir. Aber wieso haben wir das denn nicht gesehen, als wir hochgegangen sind? Ich weiß nicht. Also Bogen habe ich, habe aber keine Pfeile mehr. Ich habe den Erdblock weggebaut, bin nach oben gegangen und habe sofort einen Schlag abbekommen. Da meinte ich ja, wieso schlägst du mich? So, nee, das war, oder? Der hat ja direkt darüber gewartet. Das ist ja das Merkwürdige. Ah ja, ich habe auch gar kein Essen mehr. Hast du noch Essen? Nein, ich habe nur die eine Pilzsuppe gerade gegessen. Goldene Äpfel habe ich noch, 8 Stück. Warte, den stimmt, die hätten wir essen können. Warte mal hier. Ja, den hätten wir auch. Ich dachte auch, aber ich hatte keine Zeit, die zu essen. Er war direkt hinter mir. Aber ich bin dafür trotzdem, dass wir wieder hochgehen, weil ansonsten wird die Aufnahme auch wieder zu lang. Wir beenden es. Warte mal ganz kurz. Irgendwie ist die FPS so niedrig. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Für einmal ins Menü gehen oder eine Wand angucken. Ja, ich habe Vollbild. Warte mal kurz hier. Seht ihr gerade wieder die Balken? Ja, Avira updated. Schließen. Jetzt habe ich wieder 60. Das ist ein Scheiß da. Gut. Ja. So, jetzt habe ich wieder 60. Und jetzt habe ich wieder Vollbild und jetzt spiele ich wieder auf 90. Jetzt alles wieder gut. Das ist nur, ich schieb's auf Avira. Ich bin halt weggelaufen, naja. Das ist das Problem, wir müssen uns stellen, dann könnten wir den eventuell kriegen. Wo bist du wieder hochgegangen? Ja, ich gehe wieder hoch, bin direkt vor dir eigentlich. Ja, ich komm mit. Ich lauf trotzdem, geduckt laufen. Und jetzt komplett. Der Gang ist ja oben offen, weißt du? Ja. Der Gang ist, also wir können da direkt, wir laufen direkt raus. Und laufen sofort, weiß ich nicht. Spawn ist allgemein gefährlich, weil da ja auch dann wahrscheinlich beim Spawn allgemein sofort welche lungern. Aber ansonsten, weiß ich nicht, wo schlecht, wo wir lang. Wir sollten, damit wir den. Bleib geduckt stehen. Da oben sind zwei. Und zwar Zeronic HD und then not up. Und ich beobachte, wohin sie laufen. Ich würde nicht loslaufen jetzt. Also, dann sind wir sofort tot. Gleich sind jetzt sind beide Namen weg. Wenn wir uns jetzt beeilen. Können wir jetzt schnell weglaufen? Noch, warte, die kommen wieder. Okay. Ja, wahrscheinlich töten sie da jemanden. Ja,
Zeronic HD wurde geslankt. Jetzt auf Nordop, jetzt hoch. Komm, Achtung, Zeronic ist weg. Ja, Zeronic ist weg. Das heißt, der ist gerade alleine. Komm. Sprinten. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch was hier. Ja, ja, drauf gehen am besten, oder? Auf die beiden. Mhm. Warum er da gerade ist. Ein Apfel essen. Splexcraft ist da alleine. Guck mal, okay. Der steht alleine. Splexcraft? Ja, hinter. Zu zweit hin. Sofort hin. Lauf. Der läuft weg. Den haben wir. Sachen mitnehmen, falls irgendwas. Nee, lauf du schon mal hinterher. Ich schau, was ich hab. Verzauberte Sachen hatte. Ja, ich zieh nur schnell an, was ich anziehen kann. Komm einfach mit, der läuft hier in die Wüste einfach. Ja, ich lauf hinterher. Ich hab alles eingesammelt, was er hatte. Also da wird. Die waren im Nether auf jeden Fall. Der Dierschwert, komm einfach. Der sieht, dass ich jetzt alleine bin. Komm runter. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier. Ach hier, okay, ich komme. Ignoriere die. Die ignorieren mich aber nicht. Okay, pass auf, er schießt. Das ist unsere Chance. Das heißt, er ist stehen geblieben. Das war ein großer Fehler von ihm. Der wird das nicht schaffen. Pass auf, am Creeper vorbeilaufen. Er läuft dem Creeper hinterher. Okay. Also du siehst uns, gell? Du bist einfach hinter uns direkt. Ich bin direkt neben dir sogar. Okay, das ist gut. Oder vor dir. Genau. Ja, ich bin ein bisschen hinter dir. Ich habe halt keinen Pfeil jetzt. Hinterherlaufen. Okay, der wirft irgendwas. Der hatte Wurftränke, wow. Der ist aber gleich tot. Aber eben, also allein was sie halt gebraucht. Fuck! Ich werde geschlagen. Ich weiß aber nicht, von wem ich geschlagen werde. Von Nordop, los, drauf. Von Nordop? Okay. Ja, Nordop, drauf. Okay, rauf. Okay, gut. Ah, ich wollte gerade goldenen Apfel. Er hat dich. Die sind doch wieder zu zweit. Warum kommen die jetzt auf einmal hinterher? Ja. Ach, fuck. Ja, gut, wir sind raus. Wir haben nicht mal einen gekillt. Mann! Aber wir waren eigentlich ganz gut vorbereitet. Ja, und jetzt Blackscroft kommt dann natürlich zurück und killt nochmal. Ah ne, Zeronic hat den gekillt. Und warum bin ich schon wieder bei 30 FPS? Egal. Ja, und warum konnten, wieso konnten die uns so schnell folgen? Ja, hallo, wir waren gerade zu zweit, in dem auf einmal kommen die von hinten. Was soll der Mist? Gut. Naja, das war's dann von dem Team Battle. Von uns. Ihr könnt die Ansichten aller Teilnehmer bei denen schauen. Link zu allen ist auch in der Beschreibung. Wir haben auch beide natürlich aufgenommen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade bei mir schaut, dann könnt ihr auch nochmal direkt beim Spark vorbeischauen, wenn ihr schauen sollt, was der so in der Höhle ist. Das war voll langweilig, ey. Wir haben nur Höhle rumgegeiert und dann am Schluss gekillt sofort, instant. Wir haben es wenigstens versucht und wie gesagt, das war überhaupt mein erstes richtiges Battle, was ich so gemacht habe. So ein normales Battle. Ich denke mal, ich werde das irgendwann nochmal machen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Und beim Spark genauso. Vielen Dank, dass du dabei warst, Spark. Jo, klar. Vielen Dank fürs Schauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Und tschüssen.